Hallo und herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Nehmen Sie den Benny und dann meine Seite wie immer die Nike. Heute haben wir einen neuen Spieletest für euch und zwar dreht es sich um ein relativ neues Spiel und zwar das meistgehasste Spiel aller Zeiten. Es geht um Gollum. The Lord of the Rings Gollum, ja, aber alle nennen es nur Gollum oder der Herr der Ringe. Gollum, Gollum. Genau, dieses Spielchen. Das neueste Spiel des Herr der Ringe Franchises. Was hältst du davon? Als erstes, auf welche Plattform hast du gespielt? Wie ihr gesehen habt, ich habe es auf der PS5 gespielt. Allerdings ist es für alle gängigen Plattformen erschienen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt für das Spiel. Ihr könnt alle spielen. Was hat es gekostet? Ich habe bezahlt 49,99. Habe allerdings etwas länger gegoogelt dafür, da ich es nicht bei unserem Verkäufer kaufen konnte, aufgrund von Urlaub, habe ich es mir dann online bestellt für 49,99. Wenn man etwas länger sucht, dann findet man auch. Das, also ich glaube, normal hat es 59,99 gekostet. Ja, geht preislich. Er kommt natürlich auf den nächsten Punkt dann sehr stark drauf an, zumindest bei mir immer. Wie sah es mit der Länge aus? Das fand ich äußerst interessant, weil ich habe nämlich vorher gelesen, dass es wohl nur 7 Stunden sind und ich habe mir gedacht, hä? Also ich habe jetzt 20 Stunden gebraucht. Zwischen 20 und 20,5 Stunden, sowas. Hast du Platin geholt? Nee. Aber in dieser Zeit ist auch noch das Vorlesen des Kompendiums dabei, weil das habe ich nämlich extra noch dazu gekauft gehabt. Mhm. Also vielleicht waren es auch nur 19, ja gut, 20 Stunden waren es auf jeden Fall, weil so lange lese ich es, waren nur immer so kleine Texte. Ja. Also bei 20 Stunden, ein bisschen mehr. Manche rennen einfach durch als Gollum, aber die haben da bestimmt kein Platin geholt. Und die Dinger hat es in 20 Stunden nicht geschafft, also kann man locker 50 Stunden spielen. Kommen wir lieber mal zur Story von diesem Spiel. Gollum spielt vor den Herr der Ringe-Filmen. Ihr seid natürlich der kleine, kriechende, nicht, also kriechende, das kleine Geschöpf, was man entweder total mag in den Filmen oder eher hasst. Also ich war eher von dieser anderen Fraktion, ich fand die unfassbar anstrengend in den Filmen. Ich konnte nicht leiden, ich konnte schon im kleinen Hobbit-Buch damals nicht leiden. Ja, es ist halt so eine... Ja, er trägt natürlich 2 Persönlichkeiten in sich, auch in diesem Spiel. Er ist auf der einen Seite der böse Gollum, sage ich mal, und auf der anderen Seite der nette, äußerst nette Smeagol. Aufgrund von Hunger und weil ihr denkt, ihr werdet von einer Krähe verfolgt und auf Verfolgungswahn irgendwie steht, rennt ihr in die Ich konnte mir den Namen nicht merken. Ihr rennt praktisch dem Kerzenmann in die Arme. Sein Reich wird natürlich von Orksen bevölkert und ihr werdet da auch in Gefangenschaft genommen. Also euer erster Punkt ist praktisch, ihr landet in Gefangenschaft und müsst einige Tage als Sklave dort verbringen. Da lernt ihr natürlich auch andere interessante Charaktere kennen und wenn es euch dann endlich gelingt, diesen wahrlich gemeinen Ort in Mordor zu entfleuchen, landet ihr bei den zauberhaften Elben. Bei einem Elbenkönig, bei Waldelben und ihr könnt so auch den Düsterwald tatsächlich unsicher machen. Euer Ziel ist es, an sich wieder nach Hause zu kommen, denn zunächst haben euch ja die Orksen gefangen und dann seid ihr geflohen und dann haben euch leider die Elben gefangen. Grundsätzlich wird diese ganze Geschichte ummalt von einem erzählerischen Stil am Anfang, denn ihr trefft am Anfang Gandalf und ihr erzählt ihm praktisch alles, was so passiert ist, denn er möchte natürlich auch alles über den Ring wissen. Ihr wollt den Ring haben, aber im Grunde genommen ist euer Ziel erstmal wieder von allen befreit zu sein und das Sklaventum, sag ich mal, hinter euch zu lassen oder auch das, was bei den Elben alles vorgefallen ist. Es war sehr ausgeschmückt. Sehr toll. Die Geschichte. Ja. Wie sah es mit dem Gameplay aus? Also der Spielmechanik. Denn mich hat es nicht so angesprochen, aber vielleicht ist die Spielmechanik ja doch
Das war tatsächlich der Punkt, der in allen Tests, was ich mitbekommen habe, mit dem größten, das größte Problem war. Ja. Denn ihr habt als Gollum, ihr könnt natürlich nicht besonders kämpfen. Ihr könnt die Orks erwürgen, aber nicht alle. Und die meiste Zeit versteckt ihr euch, sucht Wege, löst verschiedene Rätsel und ihr klettert. Ihr klettert halt wirklich sehr viel. Ihr habt keinerlei Bosskämpfe oder sowas. Die Bosskämpfe, die man vermeintlich als Bosskämpfe hätte inszenieren können, aber ich weiß nicht wie mit Gollum, die enden manchmal in Verfolgungsjagden oder anderen Szenarien. Also es ist wirklich so, dass ihr nur klettert und euch die oder schleicht, kriecht und euch die Wege so durch Mordor oder durch das Elbenreich sucht. Ja, mit er schon vielleicht, dass er so im richtigen Moment so ein Quick-Tournament wie er dem Ork so einen Stein ins Auge schießt oder so als Bosskampf und den dann so langsam. Was natürlich, was ihr dabei auch noch habt, was auch von vornherein angekündigt wurde, dass ihr immer diesen Zwist habt zwischen Gollum und Sméagol. Also also recht oft, wird euch vorgeschlagen, wie wollt ihr jetzt antworten, wenn jemand mit euch interagiert. Entweder eher wie der Gollum oder eher beschwichtigend wie der Sméagol. Bei manchen kann es auch zu Story-Wendungen, glaube ich, kommen. Denn dann ist es so, dann erscheint das jeweilige Gesicht, was ihr gewählt habt, in der Mitte. Und dann müsst ihr den anderen Part in euch selbst davon überzeugen, von eurer eigentlichen Meinung. Und da kann es halt sein, wenn ihr eigentlich die Sméagol-Meinung habt, zum Beispiel mit, wir wollen ihn jetzt laufen lassen, dann müsst ihr die Gollum-Seite überzeugen, warum es wichtig ist, diesen Menschen laufen zu lassen oder am Leben zu lassen. Und da habt ihr insgesamt 3 oder 5 Mal könnt ihr das machen. Und dann ist halt dieser Twist entweder von Gollum gewonnen oder von Sméagol. Und so wird sich das dann auch auf die Story auswirken. Oder halt auch manchmal nicht, aber manchmal halt auch schon. Also diese großen, glaube ich, die haben sich ausgewirkt und diese kleinen Dinger eher nicht. Ja, gerade an die Spielemechanik, die wurde oft kritisiert, gell, weil die doch sehr überschaubar ist. Genau, aber was ich wirklich gut fand, ich weiß aber nicht, ob es zur Spielmechanik gehört, das Spiel speichert andauernd. Ihr könnt nicht manuell speichern, aber ihr habt Autospeichern und das speichert wirklich die ganze Zeit. Außer einmal, da hat es mich gefrustet. Aber ansonsten hat es wirklich die ganze Zeit gespeichert, auch wenn nur zwei Felder weitergelaufen seid, dann hat das gespeichert. Das geht. Kommen wir nun zur Grafik. Wie sah die Grafik aus? Das war natürlich etwas anderes, weil wenn man die Rechte an diesen Figuren hat oder sie kauft, dann können sie natürlich nicht so aussehen wie in Filmen. Ich glaube, das war mit ein großer Kritikpunkt auch, dass der Gollum relativ nett aussieht, würde ich jetzt meinen, weil er eben halt im Film ganz anders dargestellt wird. Und man ihn sich durch die Bücher halt auch eventuell anders vorstellt. Aber du kannst natürlich nicht von Peter Jackson die erdachten Figuren in dein Spiel reinpacken, wenn du da die Rechte nicht daran hast. Ansonsten, die Orks sehen echt ein bisschen seltsam aus. Die sehen aus wie nette Trolle mit überdimensional großen Rüstungen. Die Elben, die sehen manchmal ein bisschen zerzaust aus und allgemein die Mimik ist auch bei den Nebenbei-Charakteren, mit denen ihr nicht so viel zu tun habt oder die einfach kein König sind oder kein besonderer Bösewicht, die haben halt auch nicht diese Mimik im Gesicht und die bewegen sich auch alle recht steif. Würde ich jetzt sagen. Ja, und der Gandalf sah auch ein bisschen komisch aus. Genau, der war, hatte ja noch einen grauen Bart da und war ihm, es ist ihm halt komplett anders designt alles als diese Welt, die ich kenne jetzt halt nur die Filme, die man da so gesehen hat. Natürlich gibt's vieles, was sich auch überschneidet, wie jetzt das Elbenreich aussieht und alles. Also was mir wirklich sehr gut gefallen hat, war, dass es doch sehr abwechslungsreich war von den Umgebungen her. Ob man jetzt in der Höhle ist, ob man in Mordor ist, ob man selbst im Mordor in einem Palast ist oder ob man jetzt bei den Elben ist, in Düsterwald, da in dem Palast, in den Gärten von den Elben. Also man hat wirklich unterschiedliche Designs in diesen Umgebungen geschaffen und auch teilweise so von den Farben her ist es schon echt schön gemacht.
Gut, gut. So weit, so gut. Die Synchro habe ich mir auch mal angehört. Und die war sogar deutsch. Genau, das war ja, kommt ja von einem deutschen Studio, also von einem deutschen Entwicklerstudio von Daedalic. Und das hat mich auch sehr gefreut, dass es tatsächlich deutsch ist. Ich habe auch Gollum. Am Anfang habe ich gedacht, nee, das ist nicht der Gollum-Sprecher vom Film. Mittendrin habe ich gedacht, ab da, das muss der Gollum-Sprecher sein, weil es so gut war. Am Ende ist es durchgelaufen, die Credits, und dann war es nicht. Aber er war wirklich echt nah dran und auch alle anderen haben wirklich gut gesprochen, fand ich. Also es hat mir gefallen, die Synchronisation. Was ich halt nicht ausprobiert habe, man konnte natürlich das Paket dazu kaufen mit 290, glaube ich, dass die in dieser elbischen Sprache sprechen. Ja. Dass die halt diese Synchronstimme haben. Also manchmal haben sie auch so gesprochen, wenn sich die Elben untereinander unterhalten haben. Aber die, zu 98% war es eben halt in Deutsch synchronisiert. Und die Synchro fand ich auch wirklich sehr gut. Auch von Gollum und von Smeagol, andere Klangfarben und so. Gut. Wie war die Musik vom Spiel? Die war echt schön. Also da habe ich gedacht, ich muss unbedingt, also ich habe meistens gedacht, immer wenn ich aufgenommen habe, ich muss unbedingt die Filmnummer gucken. Also die Musik, die war echt, die hat immer gepasst und die war auch so fantastisch, würde ich sagen. Also die hat echt zum Herr der Ringe-Universum dazu gepasst. Das ist ja schon mal gut, wenn die Musik wenigstens gut war. Dann sind wir schon beim letzten Punkt, Sonstiges. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so von der Presse und von allen runtergemacht wurde. Mir haben selbst die Leute unter meinem Let's Play drunter geschrieben, findet ihr übrigens da oben in der Ecke. Das ist einfach, also sowas Sinnloses wie Scheißspiel oder das schlechteste Spiel des Jahres, und dann schreibe ich drunter, ja, ist aber Geschmackssache, und dann schreibt der mir, nee, das sagen aber alle. Ja, das habe ich auch gelesen. Also, bitte, was soll das? Ja, das sagen aber alle. Sowas ist bescheuert. Ich finde, es ist ein schönes Spiel für zwischendurch, denn heutzutage ist ja vieles so Action überladen und für mich war es echt eine coole Abwechslung. Ich habe jetzt gerade gar nichts mehr, was so diese Abwechslung gewesen wäre, also sein würde. Ich finde es ein bisschen schade, dass es zu Ende ist. Ich wünsche mir einen zweiten Teil, weil gerade das Ende hat nochmal einen ganz anderen Ort preisgegeben, in dem ich auch gerne herumlaufen würde, ehrlich gesagt. Und gerade das Compendium fand ich auch interessant. Also wenn ihr das euch auch anschauen möchtet, der wird halt jeder, wenn ihr ein Kapitel abschließt, dann werden die Orte in dem Compendium freigeschaltet. Dann könnt ihr immer nachlesen. Und da steht zum Beispiel auch was drin, was der Tolkien sich dabei gedacht hat, was sich die Entwickler gedacht haben, weil manche Tiere gab es nicht, die haben sie dann praktisch dazu gedichtet. Oder auch manche Vorgehensweisen. Bei anderen ging es auch darum, was das jetzt für eine Umgebung ist, wie das mit dem Film oder mit den bekannten Personen, die man so kennt, zusammenhängt, so die Familienbande sind, das war schon sehr interessant. Also es hat sich echt gelohnt und ich finde, es hat den Hate, den es bekommen hat, nicht verdient. Zumal immer gesagt wurde, die Story ist gut, aber der Rest ist halt scheiße. Ja, es ist halt auch diese Erwartungshaltung, so was erwartet man von Gollum? Also ich habe die Bücher gelesen damals schon und dann die Filme gesehen und auch wenn du jetzt sagst, ein zweiter Teil, so viel ist da halt auch nicht mehr zu holen dann in der Geschichte. Da ist schon ziemlich erzählt, was da, sag ich mal, beim so viel hat er ja nicht erlebt, ist mir auch cool. Zumindest ja. Laute Dings. Klar, man könnte da was dran dichten und so. Ich meine, was erwartet man halt? Meistens Smeagol, der ist nicht bekannt dafür, dass er gerne mit Schusswaffen hantiert und so. Klar, man könnte irgendein verrücktes Spiel machen, wo er rumrennt und kämpft und zaubert oder so, aber das wäre ja dann auch irgendwie. Nee, man hat schon den Einblick gekriegt, was ihnen so hätte passieren können während dieser Zeit zwischen, er bringt es Diagol auf dem Fluss um. Und ich meine, man kriegt ja da immer nur Abschnitte mit, was da passiert. Und er hat ja auch ein Leben. Es ist ja nicht so, dass er einfach immer nur in dieser Geschichte einfach so da ist. Ja, der war dann aber viel in der einen Höhle drin. Ziemlich lange. Ich habe ja gedacht, wo ich das Buch erst mal gelesen habe, habe ich gedacht, der wäre so eine Spinne oder so. Also Bilbo kommt ja hin und er sieht den ja gar nicht, da ist ja dunkel und dann merkt er, dass er aber gern Rätsel mag und damit hält er ihn dann davon ab, gefressen zu werden, so, weil er hat so Rätselstellen, weil der interessiert ist, aber der hat eigentlich dann jahrelang oder jahrzehntelang in so einer Höhle im Dunkeln einfach gelebt und Fische gefressen da, bis der Bilbo dann vorbeikam.
Ich glaube, und da hat das angesetzt. Also du fängst ja in dieser Höhle praktisch an. Hm. In dieser Spinnenhöhle, sage ich jetzt mal. Es wird dann später. Und ja, ich muss aber auch sagen, dass das Spiel mir den Gollum irgendwie ganz anders näher gebracht hat. Also ich finde ihn jetzt schon fast sympathisch und kann nicht nachvollziehen, warum er diesen Ring so geil findet, aber er hat ihn so menschlicher gemacht. Aber auf eine interessante Art und Weise. Er hat ihn nicht so vermenschlicht wie zum Beispiel bei Final Fantasy VII Remake oder hier bei Crisis Core, dass man jetzt weiß, welches Shampoo Sephiroth benutzt. Also sowas brauche ich nicht wissen, aber die haben schon Gollum in eine Position gehoben, die er verdient hat. Er ist ein wichtiger Charakter auch im Universum. Ohne ihn wären die niemals zum Schicksalsberg gekommen, so. Und ohne ihn wäre der Ring auch nicht im Berg gelandet. Die Geschichte braucht Gollum. Ja. In diesem Sinne, schreibt uns gerne drunter, was ihr davon haltet. Schreibt nicht unbedingt einfach nur Scheißspiel oder so. Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr es natürlich auch schreiben. Alle Kommentare sind gute Kommentare. Es gibt keine schlechten Kommentare. Aber vielleicht guckt ihr kurz rein oder Sonika hat ja ihren Let's Play oben schon verlinkt. Und das ist ganz witzig. Ich habe auch mal reingeguckt. Aber ich sag Gollum, er wartet nicht so viel. Ach, mir fällt noch was ein. Sorry, dass ich jetzt reingrätsche, weil das wollte ich unbedingt noch sagen. Ich hatte 3 Bugs. Also 3 wirklich größere Bugs. Einmal hat der Boden gefehlt, da ist plötzlich ein Schwierigkeitsgrad dazugekommen. Dann hatte ich einen Bug, da musste man ein Tor öffnen, relativ am Ende, und man musste, und der hat sich ständig wiederholt. Immer was er gesagt hat, hat er sich wiederholt, und dann musste man immer mal, und dann konnte man aber diesen Stein, wenn man lädt, nicht mehr da reinstecken, wo man will, sondern es hat einfach irgendwo anders danach weitergemacht. Also das war komisch. Und dann, was ich eins noch hatte, man musste irgendwann mit dem Spiegel reden, sage ich mal, und man musste etwas umdrehen. Das ging auch nicht. Das haben sie auch noch nicht gelöst, noch nicht rausgepatcht, dieses Problem. Wenn ihr zu einem Punkt kommt, wo ihr dieses eine Elbenbild drehen müsst, dann dreht das zur Hälfte, ladet euren Spielstand und dann ist das gedreht. Ach so. Weil ihr friert fest, ihr kommt da nicht mehr weg. Hm. An dieser Stelle. Genau, also ich hatte wirklich nur 3 schwerwiegende Bugs, ansonsten klebt sich der Gollum an jede Kante, die ihr seht. Das ist ein Kleber. Und jetzt kommen wir zurück zur Atmo. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten, bleibt gesund, kreativ und verspielt. Tschüss.